Wir sind hier auf dem Kongress Vernetzte Gesundheit in Kiel und sprechen mit Dr. Johannes Wimmer, Head of Digital Patient Communication am CVDerm am UKE. Herzlich willkommen. Herr Dr. Wimmer, die digitale Welt ist inzwischen ein fast untrennbarer Bestandteil des Alltags für viele. Entsprechend verändern sich auch die Erwartungen zum Beispiel an Krankenhäuser und andere Versorger im Gesundheitssystem. Wo steht das Gesundheitswesen in Deutschland da? Also ich befürchte, dass wir ziemlich weit hinten stehen. 10 Jahre, wenn nicht sogar 20 Jahre zurück im Vergleich zu den USA, da sieht man deutlich mehr, da ist sehr viel mehr möglich, wird auch sehr viel mehr schon gemacht. Auch die hatten mal ein Fernbehandlungsverbot, das wurde gekippt. Mittlerweile gibt es ein Krankenhaus, das komplett ohne Patienten auskommt. Da sitzen nur Experten, die telemedizinisch alle versorgen. Die ganzen Angebote im Web sind deutlich ausgeprägter, umfangreicher, teilweise extrem hochwertig. Wenn man sich zum Beispiel Unikliniken anguckt, Mayo, Johns Hopkins, das sind wirklich absolute Top-Angebote. Und auch die ganzen App-Solutions sind also tatsächlich teilweise Lichtjahre voraus. Sie sind ja als Dr. Johannes das Gesicht des Portals drjohannes.de. Was waren die Beweggründe, um dieses Portal zu starten? Also das Portal zu starten war damals die Idee, einfach den Leuten was an die Hand zu geben, da wo die Patientenreise, die sogenannte Patient Journey heute beginnt, und das ist online. Mittlerweile muss ich sagen, ist das mit der Marke Dr. Johannes so, dass ich mich da auch eher als Person schon wieder distanziere, weil es tatsächlich fast ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Es geht um Medizin und nicht nur um Unterhaltung. Ich bin auch kein Comedian, sondern es geht darum, den Leuten im entsprechenden Moment das Richtige an die Hand zu geben und auch andere Ärzte an Bord zu holen. Da tut sich relativ viel momentan. Und da muss ich sagen, es ist also wirklich spannend zu sehen, wie sich alles entwickelt, was über einen Kopf getragen werden kann, aber auch, was die Kollegen alles sehr gut selber machen könnten. Also es soll eigentlich nur eine Blaupause sein dafür, was möglich ist. Man kann Sie ja dadurch durchaus auch als einen Vorreiter auf dem Feld der Patientenkommunikation mit Bewegtbild nennen. Wie schätzen Sie das denn ein für die Zukunft? Wie wichtig wird das werden? Also ich glaube, wenn man sich mal Prozesse anschaut in Krankenhäusern, da sind wir Deutschen ja Weltmeister, die Effizienz zu steigern. Aber die Frage ist, ob wir wirklich effektiv sind. Also das heißt, es wird alles verschlankt, die Laufwege werden verkürzt. Man hat teilweise Wirtschaftsberater, die nur darauf achten, dass man irgendwie 5 Klicks weniger am Tag hat, weil das irgendwie Zeit sparen könnte. Wenn man sich mal überlegt, was mit Videos tatsächlich abgebildet werden kann, wie viel Kommunikation redundant ist, sich permanent wiederholt. Und wir haben ja auch eine Studie dazu gemacht und den Leuten iPads ins Bett gelegt mit Videos, die auf ihre Situation passen. Und diese Situation passiert jeden Tag mehrere hundert Mal am Krankenhaus, dann kann man damit einfach Prozesse wahnsinnig verschlanken und aufwerten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das soll keinen Arztbesuch ablösen und auch nicht den Arzt aus der Klinik entfernen, sondern das soll ihm Freiraum schaffen, dass er sagt, das, was ich 25 Mal am Tag erkläre, das kann ich auch mit dem Video, zumindest die Basics, und den Rest erkläre ich dann persönlich dazu. Das ist eine Frage, die ich später noch auch gestellt hätte. Also da ja unter anderem in ihrer Tätigkeit am UKE Sie auch untersuchen, wie der Erfolg von digitaler Patientenkommunikation ist. Können Sie das schon unterfüttern ein bisschen mit Zahlen oder mit Belegen? Also wir haben tatsächlich zum Beispiel in dem subjektiven Behandlungsergebnis gesehen, dass Patienten, die ein Video hatten, das einfach nur abgespult wurde auf postoperative Situationen. Also gar nicht so sehr, dass jetzt irgendwie man gesagt hat, der Patient braucht jetzt dieses Video, sondern alle nach einer Haut-OP, das war noch am UK Essen, haben eben ein Video bekommen, wo es hieß, worauf muss ich achten? Wie ist der stationäre Ablauf? Was sind die nächsten Schritte, die auf mich warten? Und da sind die Parameter gerade des subjektiven Behandlungserfolges, der Zufriedenheit der Patienten, des sich aufgehoben Fühlens, sind teilweise signifikant besser gewesen als in der Kontrollgruppe, die quasi nur ein Zimmer weiter lagen und keine Videos hatten. Das der Job, den Sie momentan haben, oder die Position, ist Head of Digital Patient Communication. Was sind die Aufgaben da? Wie ist das so umgrenzt? Also erstmal entwickeln wir die ganze Zeit, und an dem Institut, wo ich bin, da wird schon telemedizinische Versorgung gemacht, nachdem ein Behandlungsvertrag zwischen Arzt und Patient entstanden ist. Und da ist es eben ganz wichtig zu sehen, was geht da eigentlich noch mehr? Was können wir den Leuten mehr mit nach Hause geben? Gerade an der Universitätsmedizin ist es ja so, die kommen teilweise von irre weit her, kriegen dann zum Beispiel ein Smartphone von der Klinik mit, wo sie ihre Wunde immer fotografieren können und sehen können, wird es besser oder nicht. Und da kann man dann outcome responsive, also je nachdem, ob der Verlauf positiv oder negativ ist, verschiedene Videos drauflegen. Und das ist wahnsinnig spannend, aber das ist tatsächlich auch erstmal ganz viel trockene Auswertungsarbeit und Analyse der verschiedenen Behandlungspfade und Patient Journeys, um zu sehen, wo können wir jetzt eigentlich genau mit welchem Video reingehen, und da sind wir mittendrin. Es gibt ja im Dermatologiebereich gibt es ja eigentlich schon relativ viele Sachen, sag ich mal, also so Apps, mit denen man Hautverfärbung fotografieren kann und das einem Experten zur Analyse schicken kann, die Bilder, und wohl so, dass es absolut gleiches Niveau und Outcome hat, wie das bei einer direkten Besichtigung durch den Hautarzt wäre. Also ist natürlich ein Bereich, der auch
weit vorne mitspielt, denke ich. Also Dermatologie ist das Schöne, dass der Patient unmittelbar sieht, ob die Behandlung funktioniert oder nicht. Und das heißt, Sie können als Arzt können Sie dem Patienten, der Diabetes hat, sonst was verkaufen und sagen, das sieht alles super aus, das spürt er gar nicht. Aber wenn ich hier an der Hand einen roten Fleck habe und der wird größer und nicht kleiner, obwohl ich in Behandlung bin, dann komme ich zurück und sage, irgendwas stimmt da nicht. Deswegen ist die Dermatologie digital so gut abbildbar. Allerdings ist mir ganz wichtig und auch dem Institut und auch dem UKE, dass wir natürlich im Rahmen dessen arbeiten, was erlaubt ist. Ich glaube, man sollte mehr erlauben. Aber wenn man sich jetzt das neue E-Health-Gesetz anschaut, dann sind da irre viele Möglichkeiten. Und es geht ja auch Richtung Vergütung mittlerweile, weil man eben einfach weiß, dass in Spezialgebieten, und das ist ja die Dermatologie nur eins von vielen, dass man da wirklich schauen muss, wie kann ich gerade dieses Land-Stadt-Prinzip, ja, also die Problematik der Unterversorgung in der Fläche, wie kann ich die eigentlich abdecken, ohne dass der Patient jetzt nur digital bedient wird, sondern es ab und zu muss er schon mal einen Arzt sehen, aber so ein Video kombiniert mit einem Algorithmus und einer Auswertung über Telemedizin kann ja auch helfen, dass man sagt, Sie müssen erst in 6 Wochen wiederkommen und dann nach 2 Wochen merkt man, nee, kommen Sie mal jetzt wieder, das entwickelt sich gerade falsch. Das ist ja auch schon super. Das heißt, wir sehen andere Behandlungspfade und andere sozusagen Strukturen und Prozesse, die sich ganz neu organisch aufbauen können und nicht mehr so Standard ist, so kommen Sie alle 3 Wochen zu mir, sondern das kann wirklich neu und frisch sein. Eine Dynamisierung einfach des ganzen Prozesses und eine Verbesserung im Prinzip für den Patienten und für den Arzt im Endeffekt auch, weil er muss den Patienten nicht alle 2 oder 3 Wochen sehen, sondern er kommt erst dann, wenn es nötig ist. Und wenn man mal wirklich an ganz praktikable Dinge denkt, wie quartalsweise Abrechnungen und dass manche Praxen wirklich zugespammt sind mit Patienten, die eigentlich da nicht hingehören, sondern auch digital wunderbar diesen Grundservice bekommen könnten, dann kann ich auf einmal meine Patientenströme ganz anders leiten und das ist wirtschaftlich teilweise viel interessanter noch als medizinisch. Sie haben das Stichwort eben schon gegeben, E-Health-Gesetz und die Entwicklung in der Zukunft. Wie sieht das aus? Wie denken Sie das? Oder was müsste da passieren, damit es für alle besser wird? Also ich bin ein ganz harter Verfechter dafür, dass das Fernbehandlungsverbot aufgehoben gehört. Und zwar absolut und ohne Kompromisse, weil wir sonst die Strukturprobleme im Gesundheitssystem nicht lösen können. Ich kann aber auch verstehen, dass die Politik sagt, sie muss sich rantasten. Also mein vollstes Verständnis ist auf jeden Fall da. Allerdings muss man sehen, dass man natürlich den Schwung, den man jetzt aufnimmt, und das habe ich auch in Gesprächen mit Herrn Gröhe zum Beispiel mal besprechen können und auch mit Herrn Montgomery, das Problem ist klar, das ist allen klar, dass wir ein Versorgungsproblem haben, das jetzt erst anfängt. Das wird noch richtig knacken und krachen und dann wird der Schmerz so groß sein, dass man was machen muss. Momentan gehen wir ganz gut aktiv daran, nur trotzdem darf der Zug natürlich nicht abfahren. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.